Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Wir spielen heute Pumpkin Jack. Ich habe Pumpkin Jack schon auf der Switch gespielt. So, jetzt habe ich es schon auf der Switch angespielt. Das ist jetzt die PS4-Version auf der PS5. Und zwar die Version 1.4.6.1. Steht ja oben, Gott sei Dank, da. Bei der Switch-Version war ich von der Steuerung und vielleicht auch, weil ich das halt da geändert habe mit ein paar Knöpfen und so, Once upon a time, war ich nicht so great Arkansas Kingdom. Überzeugt. The world lived in peace and coexistence. Between the humans, the animals. Oh, hier haben wir auch wieder alles nur in Englisch. Ich habe gedacht, hier wäre jetzt wenigstens Deutsch gewesen. Ich habe das Video jetzt einfach mal unterbrochen, weil das haben wir bei der Switch-Version schon gesehen. So, wieder Pumpkin Jack. Okay, Rolle. Okay, Wasser. Stimmt, Wasser durfte ich nicht. Schon eine Weile her. Ich habe die Switch-Version aber noch nicht online geschalten, weil ich mir also das angezockt. Da wollte ich warten, bis ich die PS4-Version habe. Die kam mir jetzt erst raus. Es ist im Prinzip das gleiche wie auf der Switch. Gefühlt. Also gefühlt ist es hier ein Stück angenehmer zu spielen auf der Switch, auf der PlayStation. Ah, okay. Habe ich bei der Switch-Version nicht hingekriegt. Mit der Steuerung. Ich habe da zwar mit dem PlayStation 4-Controller gespielt, aber bei der Switch, wie gesagt, dadurch, dass die Knöpfe da vertauscht sind und ich sie ja dann auch nochmal selber vertauscht habe, damit sie eigentlich wieder so sind, wie sie sein sollen. Das ist immer so ein bisschen komisch angefühlt. Doppelsprung. Ach, da ist er. Oder haben wir auf der Switch überhaupt einen Doppelsprung gehabt? Oh, hier kriegst du ja Trophäen. Seht ihr? Nee.
Also bei Switch habe ich es geschafft, dass es sich gedreht hat und dann... Falls ich sie durchspielen würde, würde ich aber dann diesmal mir nicht. Nicht dieses Holzfäller-Ding holen, sondern ich würde schon die 30 sparen, um mir den Skelett-Skin zu holen. Kennen wir alles schon. Den halt für das Switch gar nicht gefunden habt. Warum sind hier Schneemänner? Man kriegt doch noch eine Schaufel und halt Waffen. Achso, das war ja der, den ich geholt habe, genau. Ich weiß gar nicht, ob bei der Switch auch so viele Schwingeteile waren. Jetzt kommen wir gleich zu so einer brennenden Scheune. Ich weiß es nicht, ob es daran liegt, dass ich jetzt ein PlayStation-Fanboy bin. Oh, das hatte ich auch nicht gefunden. Das hatte ich auf der Switch auch nicht. Bei der Switch war ich zwar auch gründlich, aber... Kann ja nicht sein, dass hier mehr drin ist. Das ist ja das gleiche Spiel. Abgrasen. Ach, da sind die ersten. So, jetzt haben wir die Schaufel. So, da wollen wir jetzt aber noch nicht hin. Hier lang gelaufen. Jetzt wollen wir noch hier. Achso, hier ist nichts. Aber hier. Das nächste war, glaube ich, der Speer oder sowas zu kriegen. Thank you.
Ich kann auch momentan nur 20 sammeln, so wie es aussieht. Ich brauche ja 30 für den. Wieder eine Trophäe gekriegt. Hier hinten war irgendwo was da. Ach, da. Oh, 30. Aber ich kann momentan nur 20 sammeln. Warum das? Mal gucken, vielleicht kommt es ja noch. Ich würde jetzt eigentlich hier nichts kaufen wollen. Hier nicht irgendwie noch die brennende Scheune? Im Wasser gelandet und Wasser ist nicht gut für mich. Thank you.
guck mal, was wir da haben. Den habe ich zum Beispiel auf der Switch auch nicht gefunden, ja. Schön Energie wieder voll. Was ist jetzt gut? Brennende Scheune? Wieso brennt die nicht? Ach so, stimmt, wir müssen jetzt erstmal hier rein. Wir müssen den Hebel drücken. Brennt doch eigentlich die Scheune. Wir rennen doch durch eine brennende Scheune. Den habe ich zum Beispiel auf der Switch auch nicht. Den habe ich auf der Switch, glaube ich. Hmph!
Noch ein. Also auf der Switch habe ich bei Weitem nicht so viel von den Dingern. Ich finde die Steuerung, ich weiß es nicht, also es ist bestimmt Einbildung, es ist bestimmt mega Einbildung, aber irgendwie komme ich mit der Steuerung besser klar jetzt hier auf der PlayStation. Scheune abgebrannt, haben wir mal hier Chaos gemacht. Da geht's weiter. Ich weiß gar nicht, wie weit ich auf der Switch gespielt habe. Den habe ich auf der Switch auch nicht. Ach, von dem kriegen wir da den gleich den. Yeah.
Glück gehabt. Ah, jetzt haben wir's. Stingy Jack, the genius trickster who could fool even the devil himself, has returned to the mortal realm. Armed with a brand new body and his soul cruelly bound to a festering pumpkin, Jack has been joined by his stoic guide, the owl, and commandeered the services of a cowardly crow to fight on his behalf. But there must be no more time for fun and games. Jack and his companions of the night must embark on the quest to save him. And Jack, now perfectly attuned to his new vessel, the owl leads him to the mountains in the distance. Or at the heart of the mountains, through a network of ancient mines, jetzt kommen hier gleich viele von diesen Zombie-Dingern. Hier war eine Hexe oder irgendwas war hier hinten. Ne, Totenlauf. Okay. 1 von 20. Ach, okay. Es sind nicht 1 von 20, die ich habe. Das sind 20 in dem Level gewesen. Also kann ich ja hier noch mehr sammeln. Holla der Walze. Wenn ihr wirklich pro Level 20 Stück versteckt sein sollen. Dann holler der Waldväter, haben sie sich ja gut versteckt. Doppelt und dreifach nachdenken. Habe ich bei der Switch auch diese fliegenden Geister? Ich glaube nicht. Thank you.
Also ich habe so viel wie ich hier gefunden habe, habe ich auf der Switch definitiv nicht gefunden. Auch dieses Mini-Level, was wir jetzt gerade machen hier, das habe ich auf der Switch auch nicht gefunden. Oh nein, wieder zurück. Shit! Eigentlich geht's ja. Ja. Wir sind richtig. Den hatte ich ganz vergessen. Ich habe auch das Switch. Habe ich das gar nicht gehabt und bin...
Switch gar nicht weiterspielen auf deinem Anisdruck? Du kommst da anders voran. Spiel jetzt hier. Reicht doch. Nee, hier wollten wir den Switch nicht. Ups. Ich habe vergessen, X zu drücken, weil es nicht da stand. Nee, so weit war ich bei der Switch nicht. Ich hab doch eins gedrückt. Geschafft. Oh. Fahrprüfung. So. Oh.
Oh, shit. Oh, Herr J im Himmel, verfickt. Hier ist ja noch einer. Den hatte ich gar nicht gesehen. Ich hatte aber bei... Warte, bei der Switch-Version war da nicht noch eine Hexe irgendwo versteckt? Ja, verwechsel ich das jetzt mit was anderem. Yeah.
Ach, hier ist wieder ein Grammophon. Also auf der Switch habe ich gar kein Grammophon gefunden. Ich muss die Switch-Version nochmal spielen. Mal gucken, ob X denn immer noch auf Kreis ist, also auf der komischen Taste, oder ob, ich habe ja die Tasten hier zurückgestellt. Da ist auch wieder ein Totenkopf. Yeah.
Ich steh aus. Ich will jetzt gucken. Wir haben 29. Einer fehlt. Einer fehlt. Ich will dieses gucken. Da ist er. Ich will einfach diesen Skelett-Typen haben. Ich werde mir alle natürlich kaufen müssen, aber. Ich wollte nur den Skelett-Pumpkin haben. Bevor wir hier enden. Komm, die Schere noch aus, die komische Nebelkrähe hier. So. Dann lassen wir das mal so. So. Würde ich jetzt hier um Schlussstrich ziehen. Also Steuerung ist okay. Also hier komme ich auf jeden Fall besser klar als auf der Switch. Ich weiß nicht, woran es liegt bei der Switch. Das ist, weiß ich nicht, kann ich euch nicht beschreiben. Es ist, fühlt sich anders an. Ich bin mir nicht sicher. Ob die Switch jetzt unwesentlich schlechter aussieht von der Grafik her. Ich habe das Gefühl, auf der PlayStation sieht es etwas besser aus mit dem Nebel und so. Ich weiß nicht, ob ich beide am gleichen Tag freischalten werde oder an zwei verschiedenen Tagen die angezockt. Weiß ich nicht. Ich war, also von der Switch-Version war ich echt nicht so überzeugt. Vielleicht hatte ich auch einen schlechten Tag, ich weiß es nicht. Also hier macht es wesentlich mehr Fun zu spielen. Ich glaube nicht, dass es nur am Controller liegt und so. Ich weiß es nicht, ich kann es euch echt nicht beschreiben. Irgendwie hat mich die Switch-Version, die Switch hat mir kein Fun gebracht. Also ich kann es euch ganz schlecht beschreiben. Ganz, ganz schlecht. Aber nichtsdestotrotz, ist ein cooles Spiel, macht Spaß. Man kann ein bisschen Sammeltrieb loslegen, loswerden lassen und halt Zeug sammeln und Grammophons und was weiß ich alles. Also wenn wir da jetzt überlegen, wir haben jetzt im ersten 20, im zweiten 20, also rein theoretisch müsste das nur 3-4 Level sein und dann haben wir alle Totenköpfe zusammen, wenn wir wirklich alle gefunden haben. Und hinten alle Kostüme. Ich weiß jetzt nicht, ob danach nochmal neue Kostüme kommen. Und Grammophon. Wir können mal gucken, ob es auch Platin hat. Ich denke mal schon, dass es Platin hat. Jo, es hat offiziell Platin. Und wir haben schon 20%. Wir müssen alle einsammeln, um Platin zu machen. Ich weiß nicht, ist es denn nicht so groß von der Story her? Also. Wir können ja mal schnell durchzählen. Also, wir haben den. Das sind 40, das sind zwei Level. Um den zu bekommen. Also, den. Wenn wir wirklich in jedem Level alle 20 finden, die da drinnen sind, sind da zwei Level. Und das wäre das dritte Level. Und das wäre das vierte Level. Und
Und dann nochmal eben extra. Ja, vierte und dann vielleicht beim fünften. Vier. Und sagen wir mal, wir haben fünf Level noch. Also jetzt noch insgesamt. Ach, wir können sie ja einsehen. Und können sehen, was wir haben. Wir haben hier 17 von 20. 13 von 20. Ach, siehst du, da kriegen wir so ja noch welche. Und zwar, da kriegen wir 3 und da 7 sind noch 10. Hier sind 20, hier sind 20, hier. Also insgesamt haben wir jetzt noch 4 Levels. Dann sind wir durch. Also das ist natürlich noch nicht beendet, aber... Wir haben bis jetzt in jedem Level ein Grammophon gefunden. Das ist schon mal sehr gut. Ich guck mal nochmal. Achso, okay. Wir fangen jetzt hier von vorne an. Ich habe jetzt gedacht, dass man wieder Unterkategorien auswählen kann zwischen den verschiedenen Abschnitten. Nee, man muss praktisch das ganze Level nochmal neu spielen, wenn man alle Krähen haben will. Mit dem Guide arbeiten. Ich weiß nicht. Wenn ich mal durch bin, ob ich da jetzt jeder einzelne Level nochmal wegen der Krähe machen muss. Schon heftig. Da man sammelt jetzt richtig intensiv. Oder man macht halt wirklich mit einem Platin-Guide von Anfang an und guckt dann, wo die Krähen sind und dass man da auch keine verpasst. Ja. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt hier einen Schlussstrich ziehen. Ich hoffe, das angezockt hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich die Switch-Version werde ich zuerst online schalten, dann die PS-Version oder umgekehrt, weiß ich noch nicht. Oder gleich am gleichen Tag, zur gleichen Zeit, ich habe noch keine Ahnung. Ich bin dann jetzt weg, ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal, haut da rein, ahoi. Sagt euer Odin.